Hi Leute, ja, es geht wieder in die Berge. Aber wenn ihr jetzt schon wollt, wie Reinhold Messner den Nehberg besteigt, seid ihr hier falsch. So hoch wollen wir heute nicht. Na gut, ein bisschen pietätslos ist es ja, da er erst letztes Jahr gestorben ist, der Rüdiger. Eine Gedenkminute von 20 Sekunden sollte doch noch drin sein. Ja, ich bin heute in Sachen Biker unterwegs. Eigentlich wäre ich eine Motorradfahrt gewesen, aber da ich ja in nächster Zeit noch nicht so richtig Motorrad fahren werden kann, habe ich mir heute gedacht, fährst du mit dem Auto mal hin. Das gibt dort ein paar Sandsteinhöhlen. Und da wurde früher Sandstein abgebaut, beziehungsweise Sand, um Glas im Spiegel zu schleifen. Die hatten auch einen Spiegelwert oder haben noch einen, ich weiß nicht. Und da gibt es ein größeres Höhlensystem, da ist eine Biker-Gaststätte drinnen. Eben die sogenannte Biker-Höhle. Der Kellner Mori oder so ungefähr, der Kellner, was weiß ich. Und ich parke ungefähr jetzt 3, 4 Kilometer von dort weg, da ich auch so einen Stellplatz, wo man übernachten kann. Guckt euch an, was ich hier über Straßen fahre. Schön fürs Bike. Das ist wirklich eine ideale Motorradstrecke hier. Hat schöne, flache, einsehbare Kurven. Hier Pivovar. Das ist der Pivovarska, ist nämlich die Brauereistraße. Oder die Biergasse. Das ist eine Brauerei hier links. Pivovar, Galeria Pivovar. Zum Betreiben meiner Kühlbox habe ich hier vorne jetzt die das Solarpanel liegen. Passt eigentlich genau hierher. Ich komme durch jetzt nie in die Ablagefächer deswegen. Aber ich denke mal, das kann man euch so lassen. Wenn sie das Kabel noch richtig einziehen, dass das ein bisschen hier rumliegt. Aber ich will erstmal einen Langzeittest machen, ob das reicht oder ob ich vielleicht doch zwei Module dann bräuchte. Und mir dann doch was aufs Dach bauen müsste. Müssen wir beobachten. Thank you.
soll irgendwo in Cache liegen. Genaue Info habe ich keine gefunden drüber. Nur, dass man eine Lampe braucht. Das habe ich ja an. Wir befinden uns hier ca. 30 Kilometer südlich von Zittau. Die Höhlen, wie auch die später zu sehende Bikerhöhle, wurden im 18. Jahrhundert unter der Herrschaft des Grafen Kinsk angelegt. Hier wurde Sandstein abgebaut für die Spiegelschleiferei und für die Glasherstellung. Das Wasser für den Antrieb der Maschinen floss durch einen 350 Meter langen Zuflusskanal. Die Kammern sind ca. 2 bis 4 Meter hoch und ragen 100 Meter in das Felsmassiv hinein. Die Gesamtfläche der Höhlen beträgt ca. 3500 Quadratmeter. Es herrscht hier eine konstante Temperatur von 12 Grad. Hier wurden die Filme mit dem Teufel ist nicht gut spaßen, das sind tschechischer Märchenfilm von 1985 und Salomon Kane von 2009 gedreht. In der Bikerhöhle gibt es dann noch eine Gaststätte und hier kann man direkt mit dem Motorrad bis an den Tisch fahren. Also schön kühl ist es auf alle Fälle hier drinnen und in der anderen. Und bis auf eine Stelle konnte ich überall aufrecht stehen, aber jetzt hier wieder nicht. Übrigens noch Jimmys Taschenlampen-Cache. Der wird von hier aus mit 36 Metern angezeigt. Erfahrungsgemäß geht der bitte dann der Handy. Mir fällt es gerade wieder ein, da gab es ein Hinweisbild bei dem Cash, kann ich jetzt in der Bühne gehen, kriege ich jetzt umgeladen. Jetzt ist die Schwache, das war das. Aber ich kann mich die Waage dran erinnern. Thank you.
Taschenlampe verloren. Könnte noch vorne am Ausgang von der Höhle verloren haben. Da gucke ich noch mal. Ja, hier hatte ich ja noch mal in der Hand. Dann habe ich die Kamera geholt. Eingebüßt ist auch verloren. Die überall sind in Höhlen gebuddelt, ja. Das ist durch die kleine Höhle. Den lassen wir jetzt außen vor. Zum einen ist mir langsam warm. Und zum anderen verstehe ich ja eh nie, was da in Hinweisen oder in den Logs noch geschrieben wurde. Koordinaten Springwiesau. Und an meine Übersetzung komme ich jetzt nicht ran. Die Koordinaten von dem Cache zeigen zwar mehr da hinten hin, aber ich sage mal, ich gucke hier noch mal rum. Bietet sich natürlich an, das Ding hier als Versteck zu benutzen, aber ich habe jetzt schon drei Runden gelaufen und noch nichts gefunden. Sich verspinnen, dann bitte mal jetzt weggucken. Da kommen wir jetzt zum Spider-Cache. Als ich mir die Seite übersetzt habe, habe ich gelesen, dass da auch einige geschrieben haben, wie viele Spinnen die gesehen haben.
Da ich jetzt hier keine einzige Spinne gesehen habe, sage ich mal, die Spinnen sind alle weg und haben den gleich mitgenommen. Und von daher brauche ich jetzt hier nie weiter suchen. Da ist sie sich ja nicht finden mehr. Zur Bikerhöhle. Aber ich gehe erstmal zu dem Cache. Ich kann die Stücke bis zu der Bikerhöhle. Und hier in 16 Metern soll das Ding liegen. Wobei ich hier schon wieder skeptisch bin. Da liegt sie. Dann sind wir hier besser ein. Jetzt gibt es zur Belohnung ein schönes Pilz. Ein schönes böhmisches Pilz. Thank you.
gerade ein Reh unterwegs. Hier war's. Ich habe bei Pop for Night gefunden. Das ist ein Foto, was da drin ist, den Firmenwohnmobile. Ich bin alleine hier und stehe eigentlich gut, nicht hier an der Straße. Und jetzt gehen wir noch eine Runde. Ja, hier parken wir, sollte aufpassen. Die Koordinaten, die in der Karte angezeigt werden, sind geradeaus noch 100 Meter weiter. Da kommt aber eine Schranke und dann ist Schluss. Wobei die Schranke war jetzt offen. Und der Parkplatz vom Foto ist, glaube ich, der hier. Moin Leute! Wir haben noch eine Nacht dort geschlafen und mich heute wieder auf die Spur Richtung Helmthus gemacht. Und hier hinter Czeska Kamenice bin ich auf die Idee gekommen, mal zu gucken, ob es, was es hier für einen Cache gibt, weil mir der eine Berg da so interessant aussah. Kein besonderer Flur, kein besonders großer. Aber das sah alles, als ob du von da einen schönen Blick hier über die Gegend hast. Und da dachte ich, guckst du nur nach. Prompt hat der Berg auch einen. Ich mein Navi gefüttert. Jetzt wollte mich das Navi direkt auf den Berg hochschicken. So ein Weg. Da hatte ich, am Anfang hatte ich noch dreimal überlegt, fährst du lieber jetzt rückwärts wieder zurück, weil wenden war da hinten gar nicht möglich. Dann habe ich aber gesagt, ey Scheiße, das ist noch ganz ein Stück, da findest du vielleicht noch eine Stelle. Und da oben ist der kleine Hügel, weil die anderen Berge hier alle etwas größer sind. Und hier unten hatte ich noch eine Wendestelle gefunden. Zumal das Navi ja gesagt hatte, ich soll rechts abbiegen. Ja, das Wenden hätte ich mir jetzt eigentlich sparen können. Weil ich habe gerade in der Karte gesehen, die Straße jetzt hier wird wieder breiter etwas.
und geht zurück zur Hauptstraße. Das könnte als Weg funktionieren. Ja. Also, das Panorama ist schon mal gut. Wir sind hier in der Nähe von Česká Kamenice oder Böhmisch Kamnitz. Und da oben muss irgendwo die Kirche liegen. Das scheint ein schönes Ziel zu sein. Mal gleich mal gucken, ob hier was steckt. So, 92 cm eigentlich sollten wir draufstehen. Kann ja fast bald gleich hier an dem Baum sein. Tolles Versteck. Ja, das Logbuch ist voll und da liegt schon ein extra Zettel drin. Kann ich mich auch bloß auf dem Zettel verewigen. Und glücklicherweise habe ich meinen Autoschlüssel und alles in der Reißverschlusstasche drin. Von daher. Wenn ich den Schlüssel verlieren würde, dann wäre Ruhe. So, irgendwo. Tja, wo man runter geht, ist falsch.